Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Nils und in diesem Video sprechen wir über die besten Beinübungen. Viel Spaß! Ich gebe euch in diesem Video meine Lieblingsbeinübungen mit denen, ich sag mal, jeder 0815 Sportler meiner Ansicht nach die besten Resultate erzielen kann. Ja, es gibt zigtausend Übungen, es gibt viele Kombinationen und so weiter. Ich möchte mich aber in diesem Video tatsächlich auf die Standardübungen konzentrieren, die wir alle beherrschen sollten, die wir alle regelmäßig machen sollten, ohne dieses ganze komische Schnickschnack, ohne diese ganzen komischen Übungen, die man so bei YouTube sieht, von den Frauen mit den dicken Hintern. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf das gute, klassische Bodybuilding. Ich habe es für euch ein klein bisschen vorbereitet. Ich möchte euch 5 Übungen mit an die Hand geben, die meiner Meinung nach in jedem guten Trainingsplan für die Beine enthalten sein sollten oder enthalten sein können. Euch steht natürlich völlig frei, ebenfalls nachher noch Variationen einzufügen. Aber ich möchte euch einmal ganz kurz diese ganz klassische Aufteilung mit an die Hand geben, damit ihr sofort nach diesem Video euer Trainingsplan vielleicht umstellen könnt. Also, lasst uns anfangen. Meine absolute Lieblingsübung Nummer 1. Ich bin heute echt ein bisschen schnell unterwegs. Egal. Also, meine absolute Favoritenübung Nummer 1 ist ganz klar die Kniebeuge. Kniebeuge. Welche Variante der Kniebeuge ihr benutzt, ist hier an dieser Stelle erstmal irrelevant. Ja, ich möchte, dass ihr einfach mal auf dem Schirm habt, dass die Kniebeuge immer noch die Königsübung ist. Das ist die Königsübung überhaupt. Ever, ever, ever. Okay? Und weil das so ist, pass auf, wir machen das anders. Wir machen das anders. Kniebeuge. Und für die, die keine Kniebeuge hinbekommen, einfach aus Vollständigkeitshalber, ja, erwähnen wir hier noch die Beinpresse mit. Aber lass uns hier bleiben. Kniebeuge. Kniebeuge ist und bleibt die beste Beinübung überhaupt. Wenn ihr die Bodybuilder mal fragen würdet, was ist die beste Kniebeuge, würden alle Leute sagen, es ist definitiv die Kniebeuge. War das zu schnell? Neben der Kniebeuge haben wir natürlich auch noch das Kreuzheben. Kreuzheben. Auch hier Kreuzheben, meiner Meinung nach eine der besten und effektivsten Übungen, um den unteren Rücken, den Po und auch die Oberschenkelrückseite zu trainieren. Ob ihr jetzt reguläres Kreuzheben macht oder ob ihr Kreuzheben mit gestreckten Beinen macht, auch erstmal wurscht. Ich persönlich würde generell, und das zählt auch für die Kniebeuge, immer wieder verschiedene Varianten machen. Ja, man kann Standard-Kniebeugen machen, Sumo-Kniebeugen oder auch eine Sit-Down-Kniebeuge, wie auch immer. Aber es sollte eine Kniebeugebewegung im Trainingsplan drin sein. Wer keine Kniebeugen schafft, gerne auch an die Beinpresse, 45 Grad Beinpresse, ist wunderbar, okay. Aber Kreuzheben, Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3, Ausfallschritte. Ausfallschritte sind super, um das komplette Bein von vorne bis hinten durchzutrainieren. Ja? Ausfallschritte sind schön komplex und sorgen auch wieder dafür, dass mehr Stabilität in den Gelenken entsteht und so weiter und so fort. Und auch von der Aufteilung her, ich würde mit Kniebeugen anfangen. Ich würde danach Kreuzheben machen und danach die Ausfallschritte. Und wenn ihr nur 3 Übungen für die Beine machen wollt, dann seid ihr hiermit perfekt aufgestellt. Mehr braucht ihr gar nicht. Ja, im Zweifelsfall mehr braucht ihr gar nicht. Vergesst bitte Adduktoren, Abduktoren. Das kann man mal machen, wenn es Spaß macht. Und auch dieser Beckenhub, dieser neuartige Beckenlift mit viel Gewicht. Das ist wieder so ein neuartiger YouTube-Modetrend, der da gerade wieder vollzogen wird. Letzten Endes sieht es so aus, dass das hier immer noch die Übungen sind, die schon von Arnold Schwarzenegger gemacht wurden und gut funktioniert haben und die heutzutage immer noch gut funktionieren. Und bevor ihr hingeht und irgendeine neuartige Pseudo-Übung macht, konzentriert euch mal auf die Basics, übt das, damit ihr das auch wirklich beherrscht. Und dann könnt ihr eure Spielereien quasi als Ergänzung nutzen. So, 2 Übungen haben wir noch. Und zwar nehmen wir auch hier die Klassiker mit rein. Und zwar ist das Beinstrecker und der Beinbeuger. Beinstrecker und Beinbeuger. Es ist auch hier wieder zweitrangig, welche Variante Beinbeuger ihr nehmt. Ob sitzend oder liegend, wichtig ist, dass Beinstrecker und Beinbeuger drin sind. Weil dadurch bekomme ich wunderbar isoliert Oberschenkelvorderseite und auch Oberschenkelrückseite trainiert. Also, wenn ihr einen Trainingsplan habt und ihr wollt 3 Beinübungen, nehmt diese mit rein und ihr seid bestens bedient. Macht ihr vielleicht einen Zweiersplit oder eher gesagt einen Dreiersplit, könnt ihr wunderbar an eurem reinen Beintag diese 5 Beinübungen mit reinnehmen. Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte, Beinstrecker, Beinbeuger. Und auch die Reihenfolge stimmt schon. Ich würde genau nach dieser Reihenfolge arbeiten. Gegebenenfalls die Ausfallschritte auch zum Schluss machen. Und dann nicht nur mit 10 Wiederholungen, gerne auch mit 20,
24 Wiederholungen, den Rest im Bereich 8 bis 12 und euer Beintraining ist komplett, es ist sofort geritzt. So viel dazu, das sind meine persönlichen Lieblingsbeinübungen für jedermann geeignet, ja, ohne tatsächlich auf diese ganzen neuenartigen Kombinationen einzugehen. Das hier sind die Basics. Das sind die Basics, das solltet ihr beherrschen und wenn ihr euch daran orientiert, macht ihr definitiv nichts falsch. Ich möchte euch noch bitten, abonniert doch einfach den Kanal. Ja, ihr findet hier unten den Button für das Abonnement und ja, sobald ihr mich abonniert habt oder so ähnlich, dann ihr verpasst kein Video mehr. Und dann ist es auch Zeit für mich, mich zu verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training, viel Spaß bei der Umsetzung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, euer Nils Markowski.